Nee, wir kaufen hier nichts. Ja, bitch! Dann nehme ich Thomas. Ja. Yeah. Du bist in meinem Team. Du bleibst da stehen. Ich bleib hier. Nimm Regina, die kann gut werfen. Und mach dir Alex. Husten. For sure? Ja. Ah, ihr euch gehört das, wa? Ja, dann Regina, top. Aber ich hab jetzt eigentlich wir, wenn nicht. Dann doch? Natürlich mein Sohn. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Was muss ich denn da machen? Scheiße, Mann, Alter. Ich hab gesagt, du kannst also gut kann werfen. Marcel gewählt. Was muss ich denn werfen? Marcel, alles an den Kopf werfen. Okay. Das krieg ich hin. Ja, dann zu uns. Den doch nicht. Klar. Oh, gucken dir doch an, ey. Das kann aber übrig. Oh, aber Marcel, lass den Haar zu, Alter, komm. Oh nein, bitte. Oh. Das ist die Frauenquote in dem Team. Also, ganz kurze Erklärung nochmal. Ja, bitte die lange. Zwei Kuhhörner. Also, so wie er es erklärt. Also, mit HDR und dem Background sieht es schon richtig mies aus, Alter. Okay, das sah noch besser aus. Genau, also so, du kannst da hinwerfen, wenn du willst. Da kommt auf den Boden an, kriegt man vielleicht doch noch hin. Weiter. Oh shit, oh shit. Dann sagt ihr eine Macke oder was? Ich film hier gerade für den Film. Sag mal! So ist viel schwerer. Ja, es ist schwerer. Irgendwie schon so heil, verstehst du? Soll ich sagen, ob es gut stehst? Das sieht gut aus. Ja, das steht dir gut. Ja, ist ein bisschen ja, gerade. Du hast jetzt nach. Schön gerade, ein bisschen doller. Immer noch. Wir dürfen mit Schildern da. Ja! Komm schon, wir können aufrechnen. Ja, 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 ja. Ja, das sieht gut aus. Warte, warte, komm. Ich darf nicht gucken, ne? Über die Schulter. Hast du nicht gesagt? Ich habe gerade noch mal nachgefragt. Doch, natürlich über die Schulter. Es bleibt so wie am Anfang. Ich habe gerade noch mal extra gefragt. Rückwärts ohne zu gucken, wie er geworfen hat, ist doch egal. Ihr habt gerade gesagt, rückwärts ohne zu gucken. Mit der schwachen Hand. Über die Schulter, Mann. Und schwache Hand. Ah, ist ja gut. Na gut, ist ja okay. Und die Schuhe ausziehen. Ohne zu gucken. Ja. Und die Augen zu. Super. Das ist total Scheißregel. Vor dem Ding. Ja, war schon mal nicht schlecht, aber ein bisschen doller. Okay. Ist doch pervers, Mann. Aber du warst schon da dran, so gut. Deine ja. Wenn ich jetzt gerade mache? Deine Schulter ist genau das Ziel. Ja, ein bisschen doller. Ein bisschen doller. Ja. Noch doller, das war überhaupt nicht doller, das war höher einfach nur. Oh, oh das war ja, noch ein bisschen doller. Jetzt wegnageln. Oh, Alter. Das ist ein Zombie, Alter. Was ist los, auf, dass du hier durchknackst? Oh, da. Das ist ja ein bisschen enge hier, aber kicken. Ah, ich bin ja rank und schlank, Alter. So, das war's? Oh, die Spinnen haben mich schon mal angekommen. Na, toll. Ach, Hallöchen. Die Katze habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das die graue? Ja, so gräulich. Ja, Fritzchen. Vom Nachbarn. Die steht hier, was ist denn das? Ja, hier oben liegt doch mal in die Stelle von der Hollywood-Schaukel. Quatsch. Hä? Ja. Aber nicht so stabil und dick wie eure. Ein bisschen dünner, aber aus richtigen. Aus Stahl dann. Aus Stahl. Ja, fünfmal, dann kannst du wieder ankicken. Und Licht an. Licht an? Nee. Ach nee, ist hell genug. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Ja, und ganz hinten liegt auch nur Heu, also Heu, zentnerweise Heu. Okay. Warte mal, kann ich nur zoomen mit deinem Ding? Nee, nicht zoomen, bitte nicht. Okay, okay. Das ist so pixelig. Ja,
Alinea Bretter. Ja. Ganz oben, Licht noch. Ja. Ganz oben, Licht noch so ein Kunststoff-Wellblech. Echt Kunststoff-Wellblech? Na, hier oben, Licht noch eins quer rüber. Was ist in dem Sack drin? Ja, irgendwas weichelt auch. Ich glaube auch Heu. Ja, da ist Heu drin. Ach so. Hier ist alles wie eine Heusammlung. Und Bretter oder was? Ja, und da hinten liegen noch ein paar Balken. Ja, Balken liegen ja ordentlich viele Balken. Runde, fette, lange Balken. Das ist gut, da können wir schön bauen mit. Damit kannst du was bauen, genau, so Ständerwerk irgendwie, ja, für, ja, irgendwas, genau, für einen Zaun. Der Vordach will ich noch bauen. Ja, ich finde das mal, warte mal, hier lange, schöne Balken. Die sind auch schön glatt abgezogen, also wie als wenn einer da, damit kannst du einen Spielplatz bauen, weißt du? Ja, geil. Also so weit hier, oder was? Ja, aber rund und glatt. Krass, okay. Das ist gute Zeug. Ja, ansonsten, wie gesagt, nur Heu und wie gesagt, diese Hollywood-Schaukel liegt hier unten drauf. Da oben sehe ich das Wellblechdach jetzt. Ja. Sehr witzig. Ja, man könnte jetzt da nochmal, warte mal, ich gehe mal hier ist ein Aufstieg. Ich gehe nochmal ein paar Meter rin und kick nochmal da. Ach du Scheiße. Ja, ja. Oh, hier kannst du ja pennen hier oben. Ist ja besser als auf einer Matratze, Alter. Das ist ja richtig weich hier. Genau, also jetzt ja auch. Ja, hier mein Handy mehr. Das ist doch unser Fahrzeug. Ja, genau. Boah, das ist die. Ach so. Oh, Alter. Oh, ja, steht die Pampe. Ja, ein bisschen schon. Aber trotzdem. Also, Loch ist jetzt nicht zu, aber. Weil ich halt nochmal zu, mach mal auf. Kommt da was? Ja, das Wasser hat jetzt... so und dann kam was. Mhm. Pass auf jetzt mal. Oh, was? Ja, jetzt siftet nur noch so raus. Jetzt kommt er hier. Das ist? Ja. Also wir haben jetzt ein mittleres Loch hin und wir müssen jetzt... Ich will das da oben auch noch mal nehmen. Da ist ja auch noch ein Tank. Das muss ja wahrscheinlich deine Toilette sein dann, ne? Hier bin? Naja, so, die wird wahrscheinlich so um der Ecke hier nach hinten irgendwie hin. In der Linkswände, links des Bades, ja. Ja, ein bisschen falschen, aber die ist dann hoch zu. Ich habe aber drin gekippt. Jetzt schnell weg. Alter! Ja, wie du sagst, da ist irgendwas im Weg. Eine Rückstauklappe ist das mit Sicherheit. Aber die biegt normal. Ja, ach so. Dass sie nur aufgeht, wenn von der anderen Seite was kommt. Naja, das kann sein. Aber hier vorne schon. Mein Motto, du musst mal der Handy hier drin halten. Ich will mal sehen. Nee! Ja, da ist was. Komm ich jetzt hier rein? Ja, wirst du hier vorne? Das gleiche normal. Ja, na klar. Nur das mittlere Loch ist einigermaßen frei. Ja, da wo ist aber ein Klo da sein. Nee, ja, ich komme nicht drin. Das ist ein Zehner, was? Was hatten wir da letztens? Haben wir nicht gemerkt, und zwar? Da ist er doch. Stimmt, da. Den haben wir ja liegen lassen. Nein, 22 war das, wa? 19 oder 22? Na, die Suppe wird mir hier gleich entgegengerufen, wenn die steht. Ja. Das ist so schön gerade halt. Da steht jetzt eigentlich nur das verbunden drin ist. Ja, nur der. Außer im Rohr steht schon. Was? Außer im Rohr steht schon. Muss aber jeder herkommen, das halt make hier Schraube. Okay. Machen wir die dann hier hinten hinlegen, oder? Ja. Ja, genau, hier könnt ihr die halt. Schmeißen. Okay. Jetzt sieht die raus, oder? Ja. Ja, komm, den Balken noch weg. So. Ich hätte mal ein bisschen schräger, die Klo. Okay. So. Ja. Und dann hier rauf. Genau. Vorbeiflutschen oder ob das einfach nur. Wenn ich jetzt drehe? Also doch. Warte. Ich halte es mal so ein bisschen. Und tiefer drin. Ja, komm näher. Da rutsch jetzt drin. Ich krieg das nicht da. Also jetzt bin ich mir unsicher, ob da wirklich Papier ist, weil. Es ist ja durchgeflutscht. Noch tiefer. Klappert hier hinter der Wand. Jetzt ist da schon zu kurz was. Ja, weiter, ich schieb und du drehst. Ja, jetzt fängt er an sich aufzuräufeln, warte. Ja, hier. Da hat hier im richtigen Rohr drin, weil das Abwasserrohr vom Waschbecken wackelt. Was hast du? Das Abwasserrohr vom Waschbecken wackelt.
Echt? Ja. Ich glaube, wir sind im Abwasserrohr vom Waschbecken hier nebenan. Nein. Wir rüttelt, gedreht und das wackelt. Also hat er sich da nicht in die richtige Bahn gelenkt? Na toll. Ja, wie sagt er doch lenken? Kann ich gar nicht. Halt nur, wenn Wolle rausnehmen, den Deckel hochnehmen und von da machen. Kann sein, vielleicht das irgendwo ab hier schon? Ja, du musst nur die Wolle rausnehmen. Komm mal rein, weil ich will erstmal sehen, ob da Wasser ist. Hier rinleuchten, Mike, mit der Lampe. Lass dir die wohl. Du hast richtig hochgekrabbelt, wa? Also da steckt hier Wasser. Ja, ja. Du musst natürlich da richtig zugleich machen. Eine Klatsche hast du da. Da ist eine Kurve, okay. Die da sind, ja, jetzt warte, ich versuch's nochmal. Nochmal die Lampe nehmen. Na, ja, kann man aber nicht sehen. Ah, jetzt hängt sie wieder irgendwo. Also muss doch mal irgendwo sein, ey. Das ist wahrscheinlich genau in der Mitte zwischen den Beinen. Mhm. Zwischen den Beinen Decke und das Ding hier. Irgendwo hier. Was die drinne und mit dem Schlauch jetzt hinterher, oder? Naja, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Das dreht sich auch gar nicht. Was war das? So, das ist schon die Blubbert hier. Ja, der Schlauch, ja, den kriegt natürlich erst beschissen wieder hier drin. Wie der schon hier vorne wieder an der Unterkante hängt. Dann müsste ich vielleicht den Draht nochmal rausnehmen. Also ich bin schon am Papier dran gewesen, ja. Kannst du mal einen Schlauch reinstecken und aufdrehen, dass wir gucken können, ob ein bisschen mehr Dollar rauskommt oder nicht. Ja, hoffentlich läuft sie nicht über. Ich klemme das dann ab, wenn der so kommt. Ja. Dann klemme ich den gleich ab. Und dann sehen wir, wie es abläuft. Da müssen jetzt schon. Ja, ja, jetzt habe ich gesehen, die Spirale kam zurück und da waren Fetzen Papier dran. Ja, dann steckt das da vielleicht. Und das ist auch nicht weit, das muss irgendwo hier schon. Ja. Auf dem Kling. Soll ich aufdrehen? Ja. Gut, und jetzt, ich habe es noch abgeklemmt mit den Händen. Versuchen wir jetzt. Pow! Oh. Oh. Ah, hier kommt bestimmt gleich Wasser hoch, oder? Das hört sich so an irgendwie. Du, wenn es zuläuft, sag Bescheid, dann mach gleich zu wieder. Ja, ne, ich klemm das erstmal ab dann. Ich will ja mal kicken, wie weit das Wasser jetzt hochkommt. Da ist das bloß. Ne, ist das nicht? Ne, ist nicht. Ja, das mit dem Schlauch ist natürlich blöd. Jetzt müsste man. Da irgendwo drin steckt, was richtig Druck und Hitze hat. Das ist ja geil. Hä? Ist aus? Nee. Nee, ich hör's ja. Jetzt kommt's hoch, ja. Warte. Lass noch ein bisschen so jetzt zu. Jetzt kommt das Wasser hoch. Ja, und jetzt geht's ganz langsam ab. Mhm. Ich sag mal, wenn ich's richtig tief drin kriegen würde, könnte ich auch wahrscheinlich drehen. Aber wenn ich jetzt drehe, siehst du? Ja. Die Scheiße hier. Also so ein Draht ohne Knicke und vielleicht noch ein dickeres. Ich glaube, das hätte ein bisschen Stabilität. Tschüssikowski. Tschüssen. Ach, dann muss ich vielleicht nochmal anmachen, wa? Das wäre gut. Tschüssen. Später, in 10 Jahren. So, der Evolutex hat Progress gemacht. Der hat jetzt hier vorne schon angefangen zu beplanken. Der hat die Riegelplatten rangeschraubt und dann hat er einfach hier hingetreten. Sieht man da, ne? Genau. Ja, hier ist es auch schon fast alle zu. Da ist noch ein bisschen. Es wird, Leute. Es wird. Ja, die Ecke sieht so aus, weil sie so aussieht, weil wir ein Scheißhausproblem haben. Seit Pfingsten läuft die Toilette nicht mehr so ab, wie wir uns das vorstellen, aus Gründen, die keiner kennt.
leider. Wir waren jetzt schon mit dem Hochdruckschlauch da drin. 11 Meter sind wir ins Abwasser runter, aber hat leider nichts gebracht. Und da kommen wir leider nicht rein. Also muss ich jetzt mal gucken, was ich mache. Keine Ahnung. We will see. Ja, ansonsten sind wir bis zur Eva Ludwigs gut vorangekommen. Willkommen. Nice. Und damit machst du den ganzen Belag leer, weg. Geil. Und den müssen wir natürlich auch rausspülen. Ah, okay. Okay, das ist mal ein bisschen mal größer. Ja, so ja auch noch mehr. Ja. Also so eine Handspirale kriegst du ja die Umdrehung gar nicht. Nee. Macht kein Mensch. Kannst du ausnahmsweise, dass die Dinger am Sand laufen, wir machen die letzte Jahr drin. Hier können wir das mal machen. Ansonsten haben wir mal einen Schutzschlauch rum. Aber hier ist ja nichts. Warte. Hängt ja. Hinter der Wand ist er jetzt. Man hört. Jetzt ist er da. Ist er. Bis jetzt noch nicht. Ich schlafe jetzt unten auf dem Boden schon. Soll ich selber mal gucken? Mal ein bisschen an, vorsichtig. Schön langsam hochheben. Also da ist es schon, wo das nicht weitergeht. Erkennt. Aber was ist das? So, da ist noch Rohr. Da ist Boden. Geht das jetzt da? Ich sehe das auch nicht. Ja, da ist ja. Ja, machen wir ganz ruhig. Ja. Nochmal ein Stück rennen. Ja, kannst schlecht erkennen, wer drin drin ist. Wir können jetzt nochmal einen Wasserschlauch holen, vielleicht können wir ein bisschen in die Spüle, dass wir da was erkennen können. Das ist das alte Steinjutrohr. Ja, das war nicht so gut. Keine Chance leider beim Durchkommen. Müssen wir wohl doch den Hof aufbuddeln. Schade! Leute, wir haben jetzt das Rohr ausgetauscht, wir haben den Hof aufgebuddelt, also 4 Meter ab dem Haus,
Im Moment habe ich einen Wasserschlauch drin, um das Klo leer zu spülen. Aber man sieht diesmal mal Aktivität. Also hier läuft jetzt das Wasser, das Rohr wurde ausgetauscht. Das T-Stück war komplett verstopft. Hört ihr? Jetzt haben wir mal nochmal gespült zusätzlich, um den Rest freizuräumen, weil da kam nochmal eine ganze Menge Mist raus. Zack. So soll das aussehen. Da kommt trotzdem noch Dreck mit. Ja, wir lassen immer noch ein paar Minütchen. Ich spüle jetzt zweimal, nochmal, dreimal, nochmal, dann. Wunderbar. Ja, so sieht es jetzt nach der Aktion aus. Jetzt ist der Sand wieder drinne und ja, wir haben noch ein bisschen Sand aufgeschüttet. Den haben wir verdichtet. Jetzt eben nochmal mit Wasser rüberlaufen lassen, damit es alles schön die ganzen Hohlräume füllt. Jetzt kommen hier die Steinplatten wieder rauf. Die stehen im Moment da. Also nicht da, das Peter und das Bertha, sondern die Steine da und die Steine da. Ja, die kommen jetzt wieder rauf und somit haben wir die Toilette repariert. Ohne Handwerker, ohne Tiefbaufirma, sondern wirklich per Hand. Ich bin dann vorhin losgefahren zum Baumarkt, habe 245 Grad KG Winkel geholt, ein 1 Meter KG Rohr. Und ich kann euch die Ursache zeigen. Die Ursache war dieses T-Stück, was ihr hier seht, also das hier. Das wurde geflickt mit Bauschaum, weil es gebrochen ist. Und es war halt verstopft. Da seht ihr die Verstopfung. Das ist die Verstopfung. Viel Spaß. Perfekt. Es läuft wieder. Dann können wir es zumachen. Ja. Ja, hier ist das T-Stück abgesägt. Und das ist unsere Verstopfung.